Willkommen zum letzten Part von New Super Mario Bros. DS. Ich habe hier gerade gesehen, dass in Welt 1 aus irgendeinem Grund nicht die letzte Starcoin von dem Turm vom Schloss gespeichert wurde. Wahrscheinlich, weil ich da noch nicht mit Safe States immer nachdem ich mit der Aufnahme fertig war, gearbeitet habe und es halt gespeichert hat und ich Level doppelt spielen musste, um die letzte zu bekommen. Wie auch immer, das habe ich jetzt nachgeholt und wir haben alle Starcoins bis daher. Ich bin halt nochmal jede Welt durchgegangen, weil mir die Zahl ein bisschen komisch vorkam, aber ist jetzt egal und das ist etwas, woran ich mich noch minimal erinnern kann. Das Wort glaube ich Asi, aber es wird schon nicht so schlimm sein wie die letzte Starcoin vom 7. Turm. Wir werden hier schon irgendwie einen Weg durchfinden. Ich glaube, dass wir die Starcoins auch finden werden. Oh, ich glaube, die Schlangenblöcke waren hier teilweise sehr weird. Oh, Nummer 1. Ja gut, geschenkt. Okay, Halbzeit und erste Starcoin. Katze ist auch am Start. Ich muss da hoch, ja. Nein. Ja. Irgendwo hier muss die letzte Starcoin sein. War die da grad? Oh nein. Okay, wir werden von der Starcoin verfolgt. Das soll schon passieren. Ich glaube, das war auch irgendeine Wandsprung-Action. Ich versuche die ganze Zeit zu springen, damit, wenn hier eine Darkwind wäre, ich sehen würde. Hey, da, wir haben alle. Muss noch das Level schaffen. Ich hätte fast den Sprung verkackt, ich glaub's nicht. Okay. Letzter Boss vor dem Finale. Feuerbälle spammen, dann easy. Okay, es war an sich. Battle Pete, das war schon schwerer gegen ihn. Also so schwer war der Kampf jetzt nicht. Ein Level noch, dann sind wir durch. Oh, ich freue mich. Ich nehme jetzt hier gerade auch schon, glaube ich, den vierten Part oder so hintereinander auf. Also seit Mitte Welt 7 nehme ich hier gerade auf. Und ich habe Bock, das Let's Play jetzt zu beenden. Danach wird kein weiteres Let's Play folgen, weil es sind gerade 4 Let's Plays am Laufen und da will ich halt auch noch ein bisschen Abstand mit einbringen. Zum letzten Mal haben wir diese geile Musik. Raus, mal wieder ein Bild. Oh yes, ich erinnere mich. Boah, das ist so cool. Der Raum dreht sich einfach durch diesen Schalter. Da müssen wir rüber, wenn der Raum wieder umgedreht ist. Jetzt kann ich auch einfach durchrushen. Tür ist auch umgedreht. War hier nicht sogar der Schalter? Ja. Egal, von dem kommen wir dann, glaube ich, von der anderen Seite aus rein. So, du sollst kurz runterfallen. Ich glaube, der Trump wird dann auf dieser Seite hier sein. Wenn wir es jetzt runterdroppen lassen, also der wird wieder im Weg stehen. Ja. Nee, das lohnt sich da nicht.
Okay, noch keine Starcoin, aber die erste kommt, glaube ich, gleich erst. Entweder hier oben oder irgendwo da drüben. Scheiße. Nee, ich glaube, da rechts war es sogar. Nein? Nein, das wird's nicht sein. Unlucky. Vielleicht sterbe ich hier auch einfach, genau. Oder warte, noch habe ich eine Feuerblume. Das könnte die erste sein. Hoffe ich zumindest mal. Sei Nummer 1. Yes. Okay, irgendwie darüber geschafft. Aber wenn ich das Item verliere, dann bin ich halt für die erste Zeit raus. Okay. Passt soweit. Hier kann ich wieder einen Raum umdrehen, wenn ich will. Will ich das? Will ich das? Ich habe halt gerade. Also die Map zeigt mir nicht mal an, wie weit ich im Level bin. Ja, ich muss. Ich habe die Prompts blöderweise jetzt halt auch umgedreht. Das macht es dann etwas schwerer. Das müsste die Tür sein, die wir nehmen müssen. Und die Stacheln kann ich mich erinnern. Die hatten wir doch gerade eben noch gesehen. Als ich den Weg abgelaufen bin. Ich weiß gar nicht, ob man. Ja. Alter, es ist hier so schwer durchzukommen. Ich muss hier wieder einen Raum umdrehen, oder? Ich will jetzt noch nicht zum Finale. Okay, wir sind nur bei der Hälfte. Okay, wir müssen den richtigen Weg finden. Unten vielleicht? Ja. Jetzt offensichtlich oben. Ich hätte einfach rennen können. So, ne, Mitte, 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 Mitte. Ich erinnere mich noch an den Weg. Und wir sind sogar groß. Wir hätten noch eine Feuerblume gehabt. Nice, ich muss mich treffen lassen. Nein! Warte. Ich dachte, ich kann es irgendwie schaffen. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt muss ich hier irgendwo einen Pilz finden, damit ich meine Feuerblume hier nicht verschwende. Ich muss den hier drüben durchbekommen. Mich dann treffen lassen, nachdem ich es schon hatte. War da unten war der richtige Weg. Renne ich nicht einfach, Alter, bin ich blöd. Ich muss mich hier irgendwie treffen lassen, ich verstehe dieses Starcoin nicht. Was soll's? Ne, warte, ich muss Mitte. So, die Blöcke bleiben zum Glück weg. Ich schnapp mir die Feuerblume und wir haben kein Item mehr im Inventar. Ich
Ah, ich habe die zweite Starcoin verpasst. Ich will so nicht das Let's Play beenden. Komme ich nochmal ganz zurück? Warte. Vielleicht den falschen Weg gehen. Ja, lass mich einfach nochmal zum Anfang kommen. Das andere ist mir egal, ich will die zweite Starcoin nochmal holen. Es gibt hier keinen Weg. Und hier startet man, oder? Ja. Cool, ich muss das Level nochmal machen. Gib einem keinen Weg zurück. Jetzt habe ich halt nicht mal mehr die Feuerblume. Ach, wie soll ich diesen Boss schaffen? Also ohne Feuerblume wird's hart. Wieso beschissen, dass ich das jetzt nicht so beende, dass ich jetzt Starcoin habe, aber muss ich ja halt nochmal spielen. Er hat ihn vergrößert und zurückgeholt. Ach, die Zeit auch noch! Wir ihn als erstes loswerden. Junge, dieser Kampf. Oh, jetzt ist er wütend. Starten eh nach der. Egal, warte. Ich versuche jetzt nochmal nach der ersten weiter zu spielen. So, hier ist die zweite Starcoin, aber ich habe ehrlich gesagt kaum einen Plan, wie man hier rankommen soll. Also, ich setze mir jetzt ein Safe State, weil ich mir ehrlich gesagt unsicher bin, aber ich habe mir jetzt einen Mini-Pilz mitgebracht. Ich habe gesehen, wie es jemand anderes so gemacht hat und deswegen will ich es jetzt auch so probieren. Der hat irgendwie einen Wandsprung an dem Bowser-Kopf gemacht. Ich verstehe aber nicht, wieso man hier so schnell abrutscht. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall so. So, hier unten. Keine Ahnung wieso, aber da ist jetzt aber die Starcoin so geschenkt. Jetzt müssen wir allerdings immer noch an den, in diesem einen Raum vorbeikommen. Genau an diesem hier. Auf den Pilz zurückgreifen. So, das war unten. Nicht treffen lassen, ist wichtig. Jetzt oben. Jetzt Mitte. Richtig oder falsch, das interessiert mich nicht. Treffen wir einfach. Gerade hier war es oben. Hä? Ich bin noch gerade den richtigen Weg gegangen. Ach, das hat es schon als falsch gewertet wegen dem davor. So, jetzt ist wichtig. Wir haben die Starcoin, aber wir sind klein. Soll ich das schaffen? Nee, ganz ehrlich. Das würde mir zu sehr auf den Sack gehen, wenn ich das verkacken würde. Dass ich hier durch die letzte Starcoin dazu gezwungen werde, klein zu sein oder einen Panzer zu haben. Aber ganz ehrlich, wer hat einen Panzer? Das finde ich schon ein bisschen assi.
Bloß weil ich jetzt kein Item im Inventar habe, natürlich. Ha! Ich kann Bowser mit dem Panzer nicht mal was anhaben, oder? Nee, juckt ihn nicht. Cool. Alter, ist es dämlich. Ich stell mich so beschissen an. Neue Taktik, ich versuche irgendwie unter ihm durchzukommen, wenn er irgendeinen dummen Fehler macht. Da muss ich durchspringen. Ich muss Bowser Jr. auf die linke Seite von mir bekommen. Komm hier rüber. Nein, das ist ein kleiner Sprung. Zumindest Bowser Jr. ausschalten, wenn er mal aufhört. Ah. Ja, kleiner Sprung. Nein, das schaffe ich nicht. Scheiße, das hätte sein können. Och man, das war ein großer. Der macht die ganze Zeit große Kacke. Der nächste ist es. Komm. Ja! Okay. Irgendwie hat's kleiner Mario durchgeschafft. Keine Ahnung wie, aber. Ist egal, wir sind durch mit dem Spiel. Ich hab mir natürlich wie immer absolut keine Gedanken gemacht, was ich bei den Credits sag, aber. Ey. Improvisieren ist meistens eh besser, als sich irgendwas aufzuschreiben oder so. Und er bekommt so einen Kuss aufs Ohr, das ist doch toll. Wer will das nicht? Ja, keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Die Level, wie sie gemacht wurden und die Objekte, die verwendet wurden, ich finde, rein davon ist es das Beste, Mario. 2D-Style. Ansonsten, ja, Gegner, es gab einige neue, die es glaube ich nur in diesem Spiel gibt, wie zum Beispiel in Welt 5 diese, ich weiß gar nicht was es sind, diese Viecher, die man nur in Abgrund stoßen kann und maximal mit einem Stern oder so killen kann. Ja, Lakito geht auf den Sack, aber ganz ehrlich, was wäre ein Spiel, wenn es nicht auch zu nervige Stellen hätte, an denen man mal hängt. Lakitos nervt mich einfach. Ja, Schlösser sind geil, Bowser Jr. Kämpfe. Nah, hätte ich mir besseres vorstellen können. Ja gut, Mario Bros. Wii hatte ja auch immer so ziemlich dasselbe, zweimal Koopa Link Fights. Und Mario Bros. 2, da will ich erst gar nicht drüber reden, weil die Halbzeitschlösser gefallen mir ehrlich gesagt gar nicht. Bin ich hier sogar dann noch am besten mit Bowser Jr., auch wenn es immer noch nicht so geil war. Unterwasser-Level hasse ich, wie ich sie hier gerade sehe, diese Bloopers, ich hasse Blooper einfach. Levels sind sind richtig geil. Schwierigkeit steigt wirklich beim Ende von Welt 7, habe ich gemerkt, wie es ansteigt. Und dann der Mini-Pilz ist, glaube ich, das Größte, wo man sich drüber beschweren kann. Wie oft der gebraucht wird, so komplett random in Leveln, wo man ihn nicht mal bekommt. Und dann soll man damit in eine kleine Röhre reingehen, die man eventuell nicht mal sieht. Nur um dann eventuell festzustellen, dass dann eine Starcoin ist. Oder man in einem Münz-Secret gelandet ist und man sich beschwert, hey, wo waren jetzt so die Starcoin? Das finde ich absolut beschissen. Aber an sich, das ist eine richtig gute Idee mit dem Mini-Pilz, dass man Boss besiegen muss in Welt 2 und Welt 5. Womit man dann in extra Welten geschossen wird. Ja gut, war bei Welt 5 jetzt ein bisschen weird, weil man halt von der Welt 4 Kanone auch schon hinkommt, aber das bedeutet wenigstens, dass man dass man
dass man den Welt 2 Boss schon mal mit einem Mini-Pilz gemacht haben muss. Deswegen, naja, war okay. Ansonsten, ja, die Boxbeute, absolut geile Gegner. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber ich mag die irgendwie. Ansonsten, die Bosse waren alle so ziemlich geil. Manche ein bisschen zu einfach. Auch bei den späteren waren die Bosse teilweise noch sehr einfach, aber sie waren geil designt. Und, ja, Musik ist auch richtig geil. Und, sind ja immer noch nicht durch mit dem Spiel, noch nicht, zumindest nicht ganz. Es gibt noch, mit den Starcoins können wir uns auf jeden Fall noch was freischalten. Und Secret Exits waren auch richtig geil platziert. Die waren, glaube ich, in keinem Spiel so schwer wie hier. Also wirklich dieser Secret Exit, wo man sich im Geisterhaus ganz schnell bewegen muss, nur damit man zu einer Tür kommt. Das war schon wirklich herausfordernd, aber es hat Spaß gemacht zu probieren. Dieses Riesen-Wiggler-Level, was man gerade gesehen hat, war eigentlich auch geil. Und ja, hier war der gerade ziemlich am Arsch, weil der einen Panzer in den Rücken geschossen bekommt. Kugelwillis finde ich geile Gegner. Ja, du, das hier, dieses Level war richtig geil. Das hatte ich ja heute noch gespielt. Am selben Tag, an dem das hier gerade aufnehme. Ja, hier war der Mini-Pilz halt absolut beschissen, aber ist auch irgendwie durchgekommen. Und ja, das ist das erste 2D-Mario, was ich jemals zu 100% gespielt habe. Und das auch noch auf YouTube. Und so wird es dann auch zukünftig wahrscheinlich auch sein, dass mein zweites, keine Ahnung, Mario Bros. Wii, obwohl, nee, nicht Mario Bros. Wii, das liegt noch sehr weit in der Zukunft, aber das will ich dann auf jeden Fall Multiplayer, eventuell mit 4 Spielern machen. Hätte ich Bock drauf, dass es ein bisschen chaotisch wird. Ansonsten, weiß gar nicht, was man noch sagen kann. Oh, ganz vergessen, man kann Luigi spielen, aber ich habe jetzt vergessen, wie das geht. Das erfährt man, glaube ich, gleich. Das müsste hier irgendwo stehen oder eventuell habe ich es auch schon verpasst. Das habe ich absolut vergessen, dass man mit Luigi spielen kann. Jetzt habe ich das komplette Ding mit Mario gemacht. Sad. So. 2 Sterne haben wir. Ja, das will ich ändern. Hier ist jetzt nämlich ein Haus gespawnt. Und hier kann man tatsächlich seine Sternmünzen einzahlen. Und wir haben genau 80. Wir können hier mit dem Hintergrund ändern, den wir unten haben. Und gibt es leider erst sehr spät, aber ist natürlich besser, dass man es nur machen kann, wenn man alle Starcoins verbunden hat. Man kann es auch schon vorher machen, bevor man alle hat, aber ist eigentlich ganz schön. Ja, ich finde das hier ehrlich gesagt am schönsten. Das hier, naja, ist jetzt nicht so mein Style. Das hier ist auch sehr geil. Das hier, naja, das hier ist mein Favorit. Gut, will ich jetzt euch allerdings noch zeigen, dass man Level als Luigi spielen kann und dann würden wir auch mit diesem geilen Hintergrund noch alle Sternmünzen ausgegeben. Boah, das steht da jetzt durchgehend richtig schön. Will ich jetzt allerdings noch euch zeigen, wie man mit Luigi spielt. Wie macht man das denn? Ich google mal kurz. Luigi Playable Barbots ES. Macht wahrscheinlich grammatikalisch keinen Sinn, was ich gerade geschrieben habe, aber ja. Hold the 2 shoulder buttons. Don't let go until you finish the next step. Okay. Warte. Nein, das wollte ich nicht. Nicht Xbox. Speichern. Warte, konnte man jederzeit so speichern? Wusste ich gar nicht. So. War's das? Nein. Warte, ich hab's sicher gleich. Ich weiß bloß gerade nicht, wo meine Knöpfe sind. Wie macht man das denn? Ja, scheiße, Leute, zeig mir so dann. Wo steht denn das? Was ist das?
But don't pick a game just yet. It's the screen with you. Finch is safer. It's allowing you to have three games at once. Do not pick your game just yet. Legends. Hold the and locate it on the. Yes, okay. Okay, verstanden. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich meine Knöpfe habe, die das machen. Aber das sollte gehen. Das wollte ich nicht. Die FPS sollten schon noch normal bleiben. Ich werde jetzt einfach alle vier Knöpfe, die ich auf meinem Controller habe, drücken, weil das sollte passen. Nicht? Ich check mal meine Controller-Einstellungen. Jetzt eventuell. Ich verstehe es nicht. Egal, wie auch immer. Ich habe jetzt die Knöpfe ausgetauscht. Ich glaube, einer der Knöpfe klemmt eventuell, die ich hatte. Jetzt sollte es aber gehen. Luigi. Ja! Perfekt. Gut, würde ich sagen. Zum Ende. Go, Luigi, Alter. Jetzt spielen wir das erste Level nochmal mit diesem Hintergrund und Luigi. Dann soll es gewesen sein mit dem Let's Play. Ich glaube, Luigi steuert sich etwas anders. Ich habe das Gefühl, er kann höher springen. Aber wie man es halt von Luigi kennt, schlittert er auch bitte. So, ich habe das erste Level gewählt, damit wir auch diesen Luigi hier nochmal sehen. Oh, warte, eins kann ich euch noch zeigen. Eins will ich euch noch zeigen, besser gesagt. Ja, fünf. Dazu, warte mal. Oh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr durch, aber... Okay. Denn man kann mit dem Riesenpilz die Zielfahne zerstören. Das habe ich damals manchmal gemacht, wenn ich einfach Bock hatte. Und das will ich jetzt auch. Das machen wir einfach, indem wir uns hier das Ding mitnehmen und ganz ehrlich, das darf nicht fehlen, glaube ich. Ja, gib mir einen Riesenpilz. Das darf, glaube ich, nicht fehlen in einem Let's Play. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Let's Play, wenn wir es jetzt so abschließen. Einfach nur kurz durchs Level rennen, mehr oder weniger Speedrun. Über den Block springen, aber wieder auch. Ja, komm, Alter, jetzt nochmal. Alter, Feuer Luigi kann man euch auch nochmal zeigen. Naja, nichts Besonderes halt, aber. Gut. Na dann, let's go. Der Koopa wird natürlich auch noch vorher zerstört. Ja. Einfach die Zielfahne umrennen. Dann bekommt man die One-Ups, die man sich hier geholt hat. Das habe ich damals ganz gerne gemacht, dass ich durchs Level gerannt bin und dann mit dem Riesenpilz hier einfach durchs Ziel bin. Aber gut, das soll es dann gewesen sein. Zum Glück habe ich nicht vergessen, euch Luigi zu zeigen. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Let's Play und ciao.